Jetzt sind wir gerade im Opel Zoo. Ich weiß ja gar nicht, wie das letzte Mal war. Hier sind auf jeden Fall Babyziegen. Richtig süß, die Kleinen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da hinten hin zur Afrika-Anlage. Das ist die Afrika-Anlage. Ich glaube, da war ein Knus drin. Aber jetzt gerade, doch da hinten ist irgendwas Knuartiges. Ja, genau, Knus. Antilope und Zebras und Giraffen. Ja, doch, Zebras und Giraffen waren noch drin. Da sind die Zebras. Da sind so Springböcke, Antilopen. Da haben sie so einen künstlichen Affenbrotbaum gebaut. Sieht auch lustig aus. Das ist das Savannengehege. Sehen wir nochmal die Tiere, also ein Impala, kommt aus Afrika, eine Giraffe, eine Rotschild-Giraffe kommt natürlich auch aus Afrika, das blaue Knu kommt natürlich auch aus Afrika und das Bonbon-Zebra kommt natürlich auch aus Afrika. Da hinten geht es jetzt zum Giraffenhaus rein, das ist auch ganz interessant. Hier hinten ist immer die Stadt, Frankfurt irgendwann. Hier haben sie so einen kleinen Teich. Ich finde, das ist schon ein sehr schönes Gehege eigentlich. Haben sie schon schön gemacht. Bitte nicht füttern, ganz, ganz wichtig natürlich. Da seht ihr auch mal mich. So sieht es jetzt hier aus. Hallo. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, dem Opel Zoo Vlog. Ich habe schon mal einen Opel Zoo Vlog gemacht. Aber da ist schon länger her und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich habe noch frei. Es ist Mittwoch, nee, Donnerstag, das ist heute schon scheiße. Und ich habe noch frei und da kann man ja mal auch in den Opel Zoo gehen, da ist bestimmt leerer als sonst. Jetzt geht man hier weiter. Und hier haben sie was Neues. Das kenne ich noch gar nicht. Pinguin oder irgendwas derartiges. Otter, ich weiß nicht. Pinguine, ja, Pinguine. Das ist neu auf jeden Fall. Die Pinguinanlage hier. Die ist richtig neu. Das wusste ich noch gar nicht, dass hier Brillenpinguine haben. Die kommen aus Afrika. Also passt das natürlich zu den Afrika-Themen hier. Da unten liegt noch ein verrotteter Fisch oder ein angefressener Fisch. Also Hunger haben sie auf jeden Fall nicht mehr. Ah, hier. Kommen so aus Kapstadt-Gegend. Hier sieht man nochmal ganzen Pinguinarten. Ich wusste nicht, dass hier Pinguin. Ganzen Pinguinarten. Hier unten der Brillenpinguin und der nördliche Felsenpinguin, die kommen hier aus Afrika. Dann kommt jetzt hier Humboldt-Pinguin, die kommen hier aus Südamerika. Magellan, südlicher Felsenpinguin. Und die Pinguine hier unten, die kommen natürlich alle von, jetzt will ich mich nicht versprechen, in Australien gibt es auch Pinguine. Hier sieht man nochmal die Größen von einem Pinguin, muss ich mich ja auch mal daneben stellen. Also der Königs-Kaiser-Pinguin ist schon ganz schön groß. Der Esel-Pinguin. Ach du Scheiße, ich bin jetzt gar nicht mehr so gut hin. Ich hatte da früher keine Scheu, aber... Oh, jetzt taucht einer rein. Jetzt tauchen sie.
Fisch willst du gar nicht angefressen. Man sieht genug. Als Wasser ist natürlich ziemlich trüb und meine Kamera ist auch ziemlich dreckig. Da kommt jetzt noch einer. Noch zwei. Hier sehen wir nochmal was über den Schrillenpinguin. African Pinguin. Spericus demarius. Und jetzt gehen wir mal in das Giraffenhaus rein. Hier draußen ist die Außenanlage der Pinguine. Da liegen sie gerade in der Sonne und sonnen sich. So, ich bin jetzt überrascht. So, stark gefährdet steht hier auch nochmal. Schreibt der EPP. Und aus der Regengegend aus Afrika kommen die, also nur hier unten. In der Gegend hier. Küsten, Ozeane, Überflüge, Strömung durch Menschen, also Bedrohung, Überfischung, Strömung durch Menschen, Strömung durch Menschen, Sammeln von Eiern. So, und hier sehen wir nochmal die ganzen Partnerschaften für die Pinguine. Pinguin Fridolin. Oh, die haben auch alle Namen, die Pinguine. Jetzt gehen wir mal ins Giraffenhaus. So, meine Kinder, Baby-Giraffen. Oh, look, this is. Oh, that looks amazing. It's just a very amazing moment. It was good. Oh. Complete art. No, she's drinking milk. She's trying to drink milk. Did you see that? She was trying to get milk from us. I'm so elegant. They walk. But no, you will stop now, you get it. Ich sehe gerade hier Eröffnung, 28. Juni 2016. Ich war seit 2016 nicht mehr hier. Das hier werden jetzt einige neue Sachen entdecken. Da hinten, da ist noch schöne Afrika. Das ist das Giraffenhaus. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ich hoffe, die Paaren sind da. Die kleinen Pandas sind da. Gehen erstmal in den oberen Bereich und dann in den Waldbereich. Die haben ja einmal einen afrikanischen Bereich, würde ich sagen. Oh, die Sonne scheint jetzt gerade richtig schön. Oh, ich habe mich geblendet. der ist wirklich wunderschön geworden. Also, ich war seit 2016 nicht mehr hier einfach. Krass. Oder, ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, ich wäre 2016 hier gewesen. Aber irgendwie kann ich mich an die Pinguine gar nicht mehr erinnern. Hier haben wir nochmal einen Zooplan, da können wir noch drauf gucken. Und hier hinten die Salzkatze, der Nasenbär, Hirschbär, Gepard, Kängurus. Wir sind jetzt gerade hier vorne. Hier die Prinzpinguine. Eulenfasan, Nerz, Schneeäule, Rotfuchs, Luchs,
Freiflug, die habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen, die Freiflugsanlage. Hier sind die Ziegen und Alpakas, die Lamas. Noch ganz viele Jungtiere dabei. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ob die jetzt auch mal welche verfüttern an den Geparden oder so. Das sehen wir hier noch mal auf die Afrika-Anlage. Hier sehen wir auch noch mal die ganzen Partnerschaften, die ganzen Namen der Tiere. Von Gregor, Mount, Ruby, Steifengnu. Jetzt gibt es da oben natürlich gerade Futter. Da hinten ist auch ein Kamel. Kommentar habe ich ja in echt gesehen, aber Kamele jetzt noch nicht. Hier sind schon ordentliche Mengen an. Reichlich hinter vorne ist auch ein Lama, Alpaka, weiß der Geier was, sieht alles gleich aus. Können wir hier mal gucken, ob das ein Alpaka, ja. Das war der Alpaka hier. Dann gehen wir mal hier den Weg ran. Hier hinten geht es ins Elefantenhaus. Ich gehe jetzt erstmal. Oh, und hier sind Zwergmangusten. Ja, also letztens im Opel, im Vlog vom. Oh mein Gott, sind die süß. Ich habe letztens Zwergmangusten zu den Mangusten im. Luisenpark gesagt. Aber das waren Zebramangusten. Das ist das Gehege von den Zebramangusten. Zwergmangusten. Jetzt sage ich es auch schon falsch. Oh mein Gott, sehen die niedlich aus. Was für coole Augen. Hat irgendwas? Kann ich mal vorlesen, was da steht. Der südliche Zwergmangusten, der südliche Zwerg. Genshimon ist in mehreren Unterarten von Natal und Südwestafrika und von Angola bis verbreitete und trockene offene Gras- und Waldsavannen tagüber ist die Rege und geht in kleinen Gruppen auf Nachsuchung. Sie erobert erbeutet Heuschrecken, Käfer, Termiten und andere Insekten, Larven, Kleinsäuger, Reptilien. Nachts sucht sie Unterschlupf in Termitenhügel, Baumhöhlen und Felsspalten. 2 bis 4 Junge kriegt die. Die Darfmongonose, also Darf heißt glaube ich Zwerg. Weil ich hatte mal Kugelfische, und dann Zwergkugelfische. Das sieht nicht so schön aus, aber ich weiß ja gar nicht, was sie da gemacht haben. Passiert halt mal. Ihr seid goldig. Ihr seid ja mal goldig. Gucken wir mal von einer anderen Perspektive rein. Die Zwergmangusten, auch ein afrikanisches Tier. So, jetzt. Jetzt gibt es hier einmal den Rundweg. Aber wir gehen jetzt mal hier runter, weil. Da, das Tierchen. Dieser Weg, diese Anlage ist Teil im privaten Office-Haus und nur für gültige Eintrittskarte zu betreten. Auch für diese Zoobereich gelten Öffnungszeiten. Okay, aber ich habe eine gültige Zoo-Karte. Und wir können sogar ins Haus von denen reingucken. Von den Zwergmangusten. Ist ja süß, aber ich glaube, da sind die nicht so gerne, weil da können sie sich nicht kräftig verstecken. Das ist das Haus, wo sie nachts sind. Gehen wir mal den Weg hier weiter. Und dann wetten wir, ich komme über eine Stunde, wenn ich schon beim Luisenpark 50 Minuten gebraucht habe, obwohl der eigentlich nicht so viel zu bieten hat wie der Opel Zoo. Opel Zoo liegt in Kronenberg. Das ist in Kronenberg, wie ich schon gesagt. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal da runter. Oh,
da sieht man schon ein Tier. Gucken wir uns gleich genauer mal an. Und wir sind ja schön allein, das ist schön. Hätten wir doch da oben lang gehen sollen. Wir gehen gleich nochmal oben gucken. Hier ist das Helmperlhuhn aus ganz Afrika und der Tieflandmaja. Also ein wunderschönes Tier, kommt es aber sehr, sehr selten. Also kommt nur aus einer ganz bestimmten Region aus Afrika. War ja auch mal in Afrika, in Tansania und dann Ägypten. Tiefland, ja. Da guckt gerade einer sehr schön. Also auch ein wunderschönes Tier. Die Menschen sehen halt noch schöner aus, weil sie noch ein schönes Geweih haben. Ich würde sagen, wir gehen noch mal oben kurz gucken. Und dann gehen wir weiter in den Rundweg. Das ist ja nicht der Rundweg. Und meine Videos werden hier ziemlich lang, glaube ich. Oh, da sind schon freilaufende Perlhühner. Sind einfach freilaufende Perlhühner. Kann man auch mal machen. Hier sehen wir nochmal die Afrika-Anlage von der anderen Seite. Ich habe schon wieder vergessen, was für ein Zebra es war. Und hier ist auch ein bisschen matschig. Das ist für uns kein Problem. Hier sehen wir nochmal die Knus. Wenn er mal scharf stellen würde. Und da hinten sind die freilaufenden Perlen. Mal gucken, wie nah wir ran können. Ist ja ein Weg, also wir dürfen ja entlang laufen. Na ihr, was macht ihr denn hier? Ich geh nicht im Gehege, hab seit Jahren weggeflogen. Nein, das sind ganz schön viele hier. Gehen wir wieder zurück, wenn wir den Weg weiter folgen. So sieht der Weg hier aus, also auch sehr schön gestaltet, wie ich finde. Der ganze Opel-Zug. Er wurde, weiß der Geier wann, von dem Opel-Erfinder gegründet, deswegen heißt das Opel-Zug. Liegt in Kronenberg, jetzt muss ich mich umwenden, ich verspreche mich jetzt nicht. Wohnberg, ja, ich glaube schon. Gehen wir weiter diesen Pfad hier lang. Hier sind ja unsere schönen. Oh, da ist ein Jungtier, also das habe ich gar nicht vorhin gesehen. Der wird irgendwann wieder sehr schön, der hat einen schönen Geweih. Also wahrscheinlich ein Jungtier oder so. Sehen wir bestimmt gleich auch nochmal. Aber die Pinguine haben mich jetzt voll überrascht. Aber 2016, da war ich doch. Ich kann mich, glaube ich, irgendwie 2016 da, aber hier geht der Weg, den wir gerade eben runtergegangen sind, weiter. Wo die freilaufenden Perlhühner sind. So nicht wie freilaufende Perlhühner in Deutschland. Nein. Da sind bestimmt noch coolere Tiere auch da, Perlhühner. Nichts gegen Perlhühner. Hier sieht man nochmal die Perlhuhnanlage. Also, Perlhuhnanlage mit den Böcken da. Wahrscheinlich zurückgeflogen. Aber genau dieser, wie man hier sieht, hat ein Vogel hingeschissen und nicht gefährdet. Also, ich würde den jetzt schon als gefährdet sehen. Ich musste gerade wegen Besuchern. Von hier die Kamera ausmachen. Oh, und hier sind unsere Erdmännchen. Die kennen wir auch. Aber ich wusste nicht, dass die Erdmännchen nur aus diesem kleinen afrikanischen Teil kommen. Ich dachte, die wären ganz Schleichkatzen. Ich dachte, ihr wärt im ganzen Teil Afrikas. Ich dachte, ihr wärt im ganzen Teil Afrikas. Ich bin gewundert, warum ich in Tansania keine Erdmännchen sehe. Hm? Na du? Wo ist eine Kamera? Mach jetzt den Erdmännchen, Giraffe, Co.
Kanal zugrunde auf YouTube. Jeden Tag ein neues Opel zum Video. Ne, ihr könnt ja auch gerne hin, wenn ihr hier in der Nähe wohnt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ist aber ganz schön teuer geworden. Viel teurer als Frankfurt oder so. Wie goldig. Das Gehege ist ein bisschen klein, finde ich. Aber vielleicht kommt da hier noch was. Ich glaube, die haben noch ein Gehege irgendwo von Zwergmangus. Das heißt jetzt Zwerg, warum sage ich Zwerg? Das tut jetzt nur fürs Personal, ja, okay, da geht es wahrscheinlich. Jetzt kommt eine coole Hyäne, die mega schön aussieht. Die ist aber jetzt, glaube ich, vom Aussterben bedroht. Potenziell gefährdet, die Streifenhyäne, die kommt sogar in Arabien vor, bis nach Asien, die Streifenhyäne, die Striped Hyäne, die habe ich bis, ich habe sie das erste Mal, dass ich sie auf Kamera halte und gesehen habe, also eine wunderschöne Hyäne, und der hat immer die Vorstellung von Hyänen, dass sie richtig hässlich sind. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Aber ich würde die jetzt gerne kraulen. Erstmal, dass ich sie so richtig sehe. Das ist das Gehege von der. Die ist schon lange hier. Wir haben schon lange, Streifen gehen. Muss mir mal wieder Giraffe, Erdmännchen und Co. angucken. Hab schon auch schon lange nicht reingeguckt. Also eine wunderschöne Hyäne, Hyänenart, auch mit den ganzen Streifen, deswegen heißt sie ja Streifenhyäne. Die gucken gar nicht. Die gucken gar nicht nach der Hyäne. Guck mal, die gucken gar nicht nach der Hyäne, die Leute da. Geht euch um. Das ist ein wunderschönes Tier. Wenn die jetzt weiterlaufen. Jetzt guckt er. Aber nur ganz kurz, hat es nicht gesehen. So Angst vor. Und die gucken einfach wirklich nicht. Was für Besucher. Einfach mal Besucher aufgenommen. Oh, das gibt eine YouTube-Klage. Aber wie ein Hund finde ich eigentlich. Also ich finde ein richtig schönes Tier hier. Ey, wie kann man bei einer Hyäne, also bei so einem schönen Tier vorbeilaufen und nicht mal gucken, ey. Aber egal, hier sehen wir nochmal verbliebene Hyänen. Da gibt's die braune Hyäne. Dann gibt's die Tüpfelhyäne, die ihr kennt, die so komischen Mund hat, deswegen mag die auch niemand. Dann gibt's den Erdwolf, der auch sehr, sehr schön ist. Und dann gibt's natürlich die Streifenhyäne, die auch sehr, sehr schön ist. Allesfresser, vor allem Aas, Früchte, aktiver Jäger, Allesfresser, vor allem Aas im Küstenbereich, auch Fisch- und Meerestiere. Und hier Termiten, Ameisen, andere Insekten, kleine Wirbeltiere. Hier sehen wir nochmal, wo sie alle herkommen. Gehen wir mal weiter. Ich mache erstmal ein Foto. Der Pfad geht hier weiter. Hier hinten sind die Elefanten. Wir sehen gleich schon mal die Tüpfel, Streifen hier gehen. Was zum Geier ist da denn los? Geier waren ursprünglich... What? Warum ist hier ein Geier drin? Haben die Flügel gestützt oder was? Da kann er einfach wegfliegen. Komm, flieg mal, zeig mal. Das jetzt Tierquälerei ist und Geier jetzt die Flügel. Flügel zu stutzen, das weiß ich nicht, weil es ist hier eine offene Anlage von Geier hier. Und klar, bei Pelikan oder so macht man das, aber beim Geier
die Anlage ist jetzt nicht gerade hässlich für einen, aber dass der nicht fliegen kann, schon ein bisschen beängstigend. So, lesen wir mal, was hier drin steht. Gänsegeier. Europa, Asien, Afrika und der afrikanische Marabu. Der Gänsegeier wird auch als Weißkopfgeier bezeichnet. Also Gelegeier, weil die Nahrung besteht ausschließlich aus toten Tieren, vor allem aus Mittel- und großen Säulen. Dies können auch in ganz Westen nur Tiere im Nördlichen. So, und jetzt hier unten steht nochmal, warum fliegen unsere Geier nicht? Der Geier im Opelzoo können, nicht fliegen. Die stammen aus Wildtierauffangszonen, sind durch Unfälle, zum Beispiel Flugabbruch, nach Zusammenstoß mit einem Stromleitung flugunfähig, sodass sie nicht mehr ausgebildet werden können. Der Opelzoo zeigt sich am Schutz der Geier in Europa. Der Nachwuchs unserer Flugpaare sollten Ausbildungsprogramme gegeben werden und dafür sorgen, dass die Bestände in Freiwild erholen. Den gibt es sogar in Spanien, Italien, Spanien. Partnerschaft Mai, eine schöne Partnerschaft für den Geier. Jetzt hat sie den Geier gewinnt. Sie denkt sich gleich, jetzt mal gucken, was gleich passiert. Das ist ein schönes Tier. Also hier oben standen wir gerade hin und haben die Fremdenbesucher gefilmt. Und hier ist Stellschaf. Und hier ist die Streifenhyäne. Ich glaube, die ist schon etwas älter. Da sieht man den typischen Hyäne, deswegen ist es auch kein Hund, sondern eine Hyäne. Ich finde das ein wunderschönes Tier. Viel zu wenig begeistert von den Besuchern, gell? Ich wäre auch gerne Streifen hier, ne? Jetzt ist aber nicht so viel schade. Da ist ja alles im Blick. Ich komme gleich wieder. Ich finde dich schön. Obwohl du nur Hyäne bist. Geier zurück. Der Geier kann nicht fliegen, weil er durch einen Unfall flugunfähig wurde. Und deswegen ist es eigentlich schon artgerecht, was ich gerade eben ja bemängelt habe, dass der Geier hier sein Nest bauen kann. Und er baut auch ein Nest. Das ist eigentlich sehr positiv, weil das heißt ja, dass der Geier bald Nachwuchs erwartet. Und für den Geier ist das Gehege natürlich wie geschaffen. Und der Nachwuchs wird dann auch ausgewählt, wenn er alt genug ist. Schade, dass du nicht fliegen kannst. Da unten ist anscheinend auch noch irgendein Tier. Da unten können wir gleich noch mal gucken. Ah, hier ist auch der Marabu.
Der ist nicht so mein Lieblings. Der sieht auch nicht, meiner Meinung nach, nicht so schön aus. Hier sieht man nochmal, warum die nicht fliegen kann. Hier sieht man auch, dass der Gänsegeier nicht gefährdet ist. Obwohl, ja, was anderes dann. Also die Geier waren ursprünglich in weiten Teilen Europas verbreitet. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts nahmen die Bestände jedoch ab. Geier ernährten sich von Aasfüher, von toten Wildhäuten, vermutlich von Weidetieren. Doch das Verzehren von Kadavern erfüllen sie eine wichtige Funktion in Natur, Haushalt und vermeiden so die Verbreitung von Krankheit. Trotz dieser Rolle im Ökosystem sind Geier weit verschiedenen Gründen bedroht. Fehlende Nahrungsgrundlage durch Rückgang der Wildbestände und die Wirtschaft, die illegale Jagd und Vergiftung der Geier irrtümlich als Viehdiebe angesehen werden, als Aasfresser ein schlechtes Ansehen haben. Ursprüngliche Vergiftung durch das Fressen von toten Wildgeieren, die jedoch nicht dem Geier tödlichen Schmerz und Entzündungsnehmer betroffen werden. Also, aha, okay. Hier stehen beide Marabus und da hinten steht der Geier wieder. Warum die Fliege, habe ich ja gerade eben erklärt, warum die Geier nicht mehr in diesem Zoo fliegen, Opel Zoo. Genau, hier nochmal nicht so nicht gefährdet, aber wäre trotzdem schön, wenn auch hier jetzt ein wild laufen fliegender Geier ein Umtreibendes tun würde. Hier ist die andere Tüpfelhyäne, sind wahrscheinlich Einzelgänger, weil es jetzt nochmal ein anderes Gehege. Ich werden die irgendwann zwei Zuchtprogramme oder so für die Tüpfelhyäne. Sind aber auch, glaube ich, nicht gefährdet sein. Ich weiß nicht, hast du verstanden? Hier sehen wir nochmal Tüpfelhyänen, Streifenhyänen, Tüpfelhyäne. Julian, was ist los mit dir? Gut, gehen wir weiter. Da haben wir uns jetzt schon ganz schön lange hier aufgehalten. Jetzt sollten die Wild dieses Gehege zur Zeit für Tiere neu gestaltet. Achso, hier waren früher die Warzenschweine drin. Und ich finde, es ist eigentlich für Warzenschweine relativ gut geeignet. Können wir hier nochmal zu den Geiern gucken. Da oben ist der Geier, der nicht wegfliegen kann. Da haben wir jetzt geklärt, warum. Die Marabus, ich glaube, die sind dann schon gestützt eher, aber die Marabus finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Weil es gibt in Afrika schon ein paar. Hier sehen wir unsere. Hier sehen wir Stachelschweine. Das ist das Außengehege der Stachelschweine. Wir können dann hier durch, haben dann hier auch eine eigene Höhle gegraben. Dürfen wir auch, finde ich auch toll, dass der Zoo sowas zulässt. Jetzt gucken wir nochmal auf den Zoo. Nee, müssen wir nicht auf den Zoo, haben wir ja vorher schon drauf geguckt. So, hier ist jetzt noch ein Affengehege. Mit diesen Affen, die grimmig gucken. Ich glaube, es sind asiatische Affen, werden wir gleich herausfinden. Jetzt ist die große Elefantenanlage, da gehen wir auch gleich vorbei. Nee, das sind Berberaffen. Die aus Europa und Afrika stammen. Der Berberaff oder Mangott ist der einzige Affenart Europas. Sein Verbreitungsgebiet ist Felsen und Gebirge. In Afrika leben die Eichen und Zederfresser im Mittelalter. Zwischen 100 und 100 ist mehr. Ich könnte das übernehmen. Scheiße, wenn ich dich finde, gell? Hier war früher mal ein Tümpel von den Elefanten. Ach, der kommt da vorne. Okay, sorry. Jetzt gehen wir also leicht in die bergische Region von Europas und afrikanische Region. Hier sehen Sie jetzt Flamingos, wenn die noch da sind. Aber es sieht sehr leer aus für Flamingos. Hier waren früher Flamingos hin. Hier sieht man auch Brutnester. Die aber, glaube ich, eher künstlich angelegt wurden.
Warum ist hier kein Wasser drin? Hier ist das Badebecken der Elefanten eigentlich, aber ohne Wasser. Okay. Haben wir auch einen Check gemacht. Hier sehen wir nochmal die Elefanten Araba, Aruba, Bamo und Simba. Und hier sehen wir jetzt das erste europäische, richtige europäische. Ne, das ist ein asiatisches Tier. Hier waren früher Rothirsche drin, jetzt sind da asiatische Buschhirsche drin. Die hier hinten liegen. Ich glaube, die sind noch mal um einiges größer als unsere. Ich weiß gar nicht. Hier steht ja, achso genau, Bashatin Red, die also roter Hirsch. Wahrscheinlich ist es eine asiatische Art vom Rothirsch. Bienenweide haben sie hier natürlich auch angelegt. Oh, jetzt kommt er sogar her. Schon geil aus mit dem Geweih. Habe ja auch mal ein Geweih von Lammhirsch gefunden bei uns, aber also in der Menschbruch, da ist ein Lammhirsche, habe es nicht bei Mega abgegeben. Wow, was für ein Tier. Entschuldigung, ich habe gerade geguckt, was für ein Geräusch das war. Was für ein edles Tier dieser Hirsch doch ist. Viel zu schade eigentlich, dass er gejagt werden. Weil umso mehr Hirsche es gibt, umso mehr Raubtiere kommen auch nach Deutschland zurück. Aber wo stimmt mal ab oder unterschreibt mal die Petition gegen Wölfe. Gucken, ob ich sie finde, dann, also für gegen Jagd an Wölfen. Gucken, ob ich sie finde, dann kann ich sie ja auch in die Videobeschreibung machen. Weil die sollen ja in Deutschland wieder gejagt werden. Weil zu viel Vieh angreifen, ja, und dann soll halt Pech und soll halt die Bauer bessere Schutzzäune machen oder mir egal, aber es kann nicht sein, dass der Wolf gejagt wird. Gut, dann gehen wir mal weiter. So langsam kriege ich auch Hunger. Ich mach mal kurz eine Pause hier. Beobachte diesen schönen Hirsch. Vielleicht kriegen ja die Erdmännchen auch größer aus hier. Ich denke, ja, irgendwas mit Nilpferden oder so. Weiß ich nicht, mal gucken. Flamingos sind gerade alle drin, haben hier auch Wasser. Das können jetzt sogar eigene Brutstellen sein, die sie gebaut haben. Hier sind auch ein paar jüngere Flamingos. Hier ist das Affen- und Pelikan. Haus. Da waren früher Affen drin. Es sind auf jeden Fall Pelikane drin. Das Problem war es bei den Geilen nur mehr stellt. Andere Zoos sehen das jetzt und denken sich, ja, dann kann ich ja ein geiles Geflügel stützen. So auch ausländische Zoos. Das kommt bestimmt auch cool für die Besucher, wenn sie einen Geier sehen, der nicht fliegen kann. Und dann schreibe ich das auch so hin. Hier ist ein Affe drin. Der Weißgibbon. Asien, Indonesien kommt davor. Ich weiß jetzt nicht, dass Asien und Indonesien nicht das gleiche ist, aber gut. Hier ist die Krausenanlage der Gibbons. Wir können dann hier rüber, aber ich sehe gleich gar nicht. Hier sind wie gesagt auch Pelikane drin. Flusspferdehaltung im Opelzoo in der Zukunft. Die Zoo von Flussvetane ist im Alter von 54 Jahren, ist ordentlich gestorben. Also ist unser Fluss meist in Zoo Hannover umgezogen. Oh, das ist schön. Unsere Zooplanung ist der Haltungsfluss weiter vorgesehen. Die Neubau in Anlage können wir aber erst realisieren, wenn die Finanzierung der Anlage Afrika Savanne und alles verkraftet haben. Und das wird noch einige Jahre. Und ihren Zuhörer Spende, das wissen wir, freuen wir uns. Okay. Also wir sehen schon, dass der nicht haben, weil einer verstorben ist.
Die andere ist nach Hannover gekommen. Das ist auch sehr gut. Hier sehen wir auch, hier ist der Komoran drin. Der Weißgibbon drin. Gänse drin. Rosa Pelikan drin. Und ein paar Einheimische. Den Kippen habe ich jetzt nicht gesehen. Wir kommen mal in die Freiflugvogelanlage rein. Da sind ein paar schöne, sehr, sehr schöne Enten. Und da oben auf dem... Das ist unscharf. Nee, egal jetzt. Hier sind ein paar schöne Enten. Hier ist jetzt die Freifluganlage, da ist auch irgendwas gerade geflogen. Da sind Ibize. Sehr, sehr schöne Entenarten. Und ein Schwarm Vögel, Spatzen. Hier sind die ganzen Vögel dazu. Und ich muss jetzt leider den Pfad beenden, da hinten ist auch noch ein schönes Nasenbärgehege, weil mein Problem ist, ich habe keinen Speicherplatz mehr oder ich habe nur ein Foto jetzt. Die Kamera ist kaputt gegangen oder defekt gerade eben, meine Videokamera. Und deswegen mache ich jetzt nur noch Fotos. Ich mache dann noch mal ein separates Video, wo ich Fotos dann zeige, aber ich beende hier mit dieser schönen Vogelanlage, die man hoffentlich noch sehr gut erkennen kann, dieses Opel-Zoo-Video. Gibt es noch viel mehr. Ich habe auch wunderschöne Bilder von den Geparden gemacht. Aber es tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid. Ich will jetzt noch ein paar schöne Fotos machen. Und die Videoaufnahmen hier auf dem Ding sind nur 18 Minuten. Und dann findet ihr, macht auch keine guten Videoaufnahmen. Ich bin dann eins, hab